Es ist zwiespältig. Einerseits war es ein großartiges Ereignis. Es war eine Sternstunde innerstädtischer Demokratie, ne, weil es dem Oberbürgermeister auch gelungen ist, so viel an politischen Kräften mit zu mobilisieren. Und insofern kann die Bürgerinitiative sagen, wir sind angekommen im politischen Leben. Ja. Unser Versuch, unser Drängen darauf, dass eine Bürgerversammlung zu dem Thema stattfindet, denn im Gegensatz zu dem, was der stellvertretende Stadtverordnetenversammlungsleiter gesagt hat, ist es nicht so, dass einfach spontan von Herrn Volk die Bürgerversammlung einberufen worden ist, sondern es gab einen Briefwechsel und ein Insistieren darauf, dass möglichst schnell eine solche Bürgerversammlung stattfinden sollte. Also diese Bürgerversammlung hatte eine hohe Qualität. Es war ein sehr intensiver Austausch, den ich äußerst wichtig fand, auch für die Belebung der innerstädtischen Kultur, der innerstädtischen Demokratie, sagen wir mal so. Auch, dass alle so lange dabei geblieben sind, hat mich sehr verwundert und ich bin da insofern voller Anerkennung. Gehörte Vorgeschichte dieser Bürgerversammlung dazu. Die Informationsveranstaltung in der Stadthalle war ganz geprägt von diesem Herrschaftsstil der Information und es war explizit nicht möglich, Fragen zu stellen, was meine Frau in dieser Veranstaltung laut gefordert hat. Es wurde abschlägig beschieden. Und die kleinen Gespräche, so etwas macht man, das ist auch ein Herrschaftsinstrument. Man stellt sich nicht in einem großen Plenum, sondern sagt, man kann das ja jetzt in Kleingruppen, kann man das alles nochmal genau besprechen. Und dann obliegt es den Herrschenden, also hier den Mächtigen, zusammen, welche Argumente hat es gegeben. Und dann entscheidet man, ob man darauf antwortet oder nicht. Eine Auseinandersetzung im Plenum. Und das ist das politisch Wesentliche, hat nicht stattgefunden und das ist das, was wir wollten. Wir wollten auftreten als Partner der Stadt, wir wollten ernst genommen werden, wir wollten in einen Austausch kommen mit unseren Argumenten und waren bereit und sind bereit, Argumente der Gegenseite zu hören. Weil wir das nicht als einen Kampf nur ansehen, sondern als ein Ringen miteinander, die beste Möglichkeit für die Stadt zu erreichen. Hier ist eine Sache sehr problematisch, denn die Idee der Bürgerversammlung ist ja die, dass sich hier Bürger und Regierung sozusagen, ja, also Politiker, sich in einem anderen Rahmen treffen und anderen Rahmen begegnen, als es sonst zum Beispiel bei einer Stadtverordnetenversammlung oder einer Informationsveranstaltung der Fall ist. Das heißt, es soll einen Austausch geben zwischen Bürgerinitiativen oder einzelnen Bürgern, die Fragen stellen, die Anregungen formulieren können, um den Parteien Rückmeldungen zu geben, aber auch den Verantwortlichen ihre Fragen nahezubringen, damit sie in einen weiteren Reflexionsprozess reinkommen. Das ist leider von der Anlage nicht gelungen, sondern schon der Stadtverordnetenvorsitzende hat in seiner Einleitung sehr deutlich gemacht, dass er die Spielregeln einseitig bestimmt, vorgibt. Wie ein Oberlehrer hat er uns belehrt, wie wir uns zu benehmen haben, als wüssten wir das nicht. Ich kam mir ein bisschen wie in die Schulzeit zurückversetzt, obwohl ich ja doch eigentlich schon eher aufs Greisenalter zugehe. Das fand ich sehr unangemessen. Das Gleiche hat sich nachher nochmal in dem Vortrag und den Ausführungen von Herrn Semmler wiederholt, ein belehrender Stil von oben herab, eher eine Verkündigung und eine Zusage, was ich empörend finde, man werde diese Anregung in den Katalog aufnehmen. Meine Frage, was das denn heißt, dass es in den Katalog aufgenommen wird, hat er eher ausweichend beantwortet. Er hat eher gesagt, naja, das wird dann geprüft. Weil ich mich mit amtlichen Vorgängen einigermaßen gut auskenne, weiß ich, was das heißt. Ja, es ist dann in der Ablage und dann wird es mal durchgegangen und vielleicht wird ein Haken dran gemacht oder nicht. Das ist aber überhaupt nicht Sinn einer lebendigen Demokratie.
die ja immerhin aus der Polis hervorgegangen ist, in der Bürger, das heißt die, die Verantwortung übertragen bekommen für das Gemeinwohl und die Gemeinschaft, mit den einzelnen Bürgern sich auseinandersetzen und gemeinsam darum ringen, die besten Lösungen zu finden. Ich fand das sehr bewundernswert, wie unsere Hauptsprecher mit welcher Ruhe und welcher Gelassenheit und welcher Souveränität die darauf reagiert haben. Sie haben sich nicht provozieren lassen. Ich habe einen Federhandschuh aufgenommen mit Herrn Semmler, den ich schon mal anderswo mit ihm versucht habe auszufechten. Aber unsere beiden jüngeren Damen, hauptsächlich Frau Köntgen und Frau Wagner, haben in ausgezeichneten Beiträgen die Anliegen dargestellt und haben sich als kompetente Gesprächspartnerin angeboten. Das war das Wesentliche. Auch die langen Ausführungen von Frau Kuhn, die, glaube ich, einigen schon bekannt waren, waren immer wieder ein Angebot, mit Informationen Lücken zu füllen, richtig zu stellen und die Leute zu überzeugen, was da eigentlich passiert. Wir hatten das Gefühl, es sind viele da, weil wir mit weniger gerechnet haben. Die bürgerliche Presse, sage ich mal, oder die unkritische Berichterstattung hat daraus gemacht, es seien ja nur ein paar wenige Leute gewesen. So tendenziös kann man das darstellen und das entspricht auch bedauerlicherweise dem Publikationsstil über diese Vorgänge der Wetzlarer Neuen Zeitung, in der immer ausführlich die Pläne der Stadt besprochen werden und belobigt werden, während die kritischen Einwände am Rande vielleicht mal mitgenannt werden, aber nie eine wirkliche Würdigung finden. Im Übrigen war es ja auch so, dass in der Veranstaltung, wo wir sehr viel an Material diskutiert haben, der verantwortliche Redakteur, als es wirklich ums Eingemachte ging, schon was Besseres zu tun hatte und sich entschuldigt hat, sodass er die eigentlichen innerlichen Diskussionspunkte überhaupt nicht mitbekommen hat. Das scheint sich durchzuhalten. Im Gegensatz dazu haben wir ja Gott sei Dank in Wetzlar über Hessen-Camp eine sehr gute, einfach neutrale Darstellung erstmal. Also es sind ja Filmaufnahmen, es ist ja nicht verschriftlich. Es wird zwar kommentiert, vielleicht in wenigen Bildunterschriften, das ist manchmal so. Und da kann man möglicherweise auch eine Bewertung draus nehmen. Aber im Grunde genommen wird das Bildmaterial dem Bürger zur Verfügung gestellt und jeder kann sich informieren, was hat wer wann gesagt, was hat er gemeint und welche Gegenrede hat es gegeben und welche Gegenrede hat es nicht gegeben. Diese Filmaufnahmen im Gegensatz zu dem, wie es vorher war, wo die meisten der Veranstaltungen dokumentiert worden sind, wollte der stellvertretende Stadtverordnetenversammlungsleiter, ich nenne gerne den kompletten Titel, ja, wollte er im Vorhinein verhindern, was ich als einen skandalösen Vorgang bezeichnet habe. Das war interessanterweise die Einleitung auch der Veranstaltung, die Herr Pohl gewählt hat, die mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat, weil ich überhaupt nicht wusste, von wem er sprach, weil er laut verkündet hat, es gäbe Leute im Saal, die wollten die ganze Veranstaltung skandalisieren. Ich habe mich dann umgeguckt und habe gedacht, wo sind eigentlich die Chaoten, die ich noch aus der Zeit der Studentenunruhe kenne? Wer hat denn schon die Farbbeutel dabei und wer wird mit faulen Eiern schmeißen und so weiter? Davon war nicht zu sehen. Dann dachte ich, was meint er denn eigentlich? Ja, also wer will das denn eigentlich skandalisieren? Ich habe mich da überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Erst als Herr Semmler das dann sehr ausführlich brachte nochmal und darauf hinwies und auf einer Mail, die fehlgeleitet auch an die Stadtverwaltung gegangen ist, von mir zitierte, merkte ich, aha, er meint ja mich, aber er hat was Wesentliches rausgelassen. Nämlich er hat herausgelassen, dass ich das Skandalöse darin gesehen habe und einen Anlass zum Skandalisieren gesehen habe darin, dass man die Aufnahme, die Berichterstattung, die kritische Berichterstattung nicht zulassen wollte.
Das halte ich nach wie vor für wenig förderlich und ein Ausschluss der Öffentlichkeit aus diesen Vorgängen. Also ein weiterer Schritt in Richtung der Postdemokratie und der Etablierung einer sich selbstgewissen Regierungsmannschaft, die sich tatsächlich von dem Bürger entfernt und sich der Auseinandersetzung mit dem Bürger nicht stellt. Ich fand, einerseits war es ein Versuch, ein gelungener Versuch, sich mit den Bürgern auseinanderzusetzen. Das fand ich glaubhaft, nicht von allen Protagonisten, aber von einigen, hauptsächlich auch von dem Oberbürgermeister. Das finde ich eine sehr wichtige Sache, weil Demokratie nur zu retten ist, wenn sie dort wiederbelebt wird, wo es direkt um die Lebensverhältnisse der Menschen geht. Da sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Das ist auch eine Sache, die schon seit vielen Jahren in den USA diskutiert wird, in den Auseinandersetzungen zwischen den neoliberalen Wirtschaftlern, die als Politikberater in erster Linie tätig sind, und den sogenannten Kommunitaristen. Dort geht es darum, die Gemeinschaften der Menschen wiederzubeleben, das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen und nicht nur auf den individuellen Ehrgeiz zu setzen, von dem man meint, dass er in irgendeiner unklaren Weise im Zusammenwirken, meistens ist es dann die Hand Gottes von Adam Smith, dann doch der Allgemeinheit zugute kommt, sondern die ganz im Gegenteil sagen, und es ist eine sehr überzeugende und sehr ausgearbeitete, nicht nur Philosophie, sondern auch eine Staatstheorie, und man sagt, man muss in die Gemeinschaften zurück, die Gemeinschaften wiederbeleben und alles tun dafür, dass die Gemeinschaften auch als politische Faktoren tätig sind. Dann hat man was getan gegen die Politikverdrossenheit. Wenn man so vorgeht, wie der stellvertretende Stadtverordnetenversammlungsleiter es gemacht hat, schürt man die Politikverdrossenheit. Der Bürger wird entmündigt, er wird gemaßregelt, alleine schon durch seine oberlehrerhaften Vorgaben, wie man zu reden hat mit ihm. Und es werden die Ohnmächtigen, die sich ohnmächtig fühlen und im Spiel regeln, sich nicht artikulieren können, die werden ausgeklammert oder werden disqualifiziert. Das ist ein Phänomen, das müssten alle, die in meinem Alter sind, genau kennen. Der Ausgang der Studentenunruhen waren die, dass die Studenten gesagt haben, wir unterwerfen uns den Spielregeln nicht mehr. Wir tragen keine Krawatten, wir lassen uns die Haare lang wachsen und wir duzen unsere Professoren, und wenn die uns den Mund verbieten wollen, lassen wir uns den Mund nicht verbieten und machen schlimmere Dinge. Das Ganze hatte einen guten Sinn. Es hatte nämlich den Sinn, dass man gesehen hat, die Arten der Auseinandersetzung sind vorgegeben und die Arten der Auseinandersetzung demonstrieren und verfestigen immer wieder Strukturen der Macht. Und damit ist das System in sich geschlossen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch der, der hat mich sehr besorgt. Ich weiß nicht, ob es Herr Semmler war, auf den ich mich vielleicht allzu sehr kapriziere, aber ich glaube, auch er hat von der Politik gesprochen. Das ist ein Wort, bei dem Aufrechte und hauptsächlich auch Linke, ich zähle auch die Sozialdemokratie, nehme ich noch so ein bisschen links zur Mitte dazu, eigentlich sofort alarmieren müssten. Das ist nämlich ein Kampfbegriff der neoliberalen Propaganda. Man schließt die Politiker, die einzig Vertreter sind von Einzelinteressen, in einer Klasse zusammen und sagt dann, das ist die Politik. Jedes Mal, wenn ich höre, die Politik, muss ich mich fragen, wer ist denn das eigentlich? Das gibt es doch gar nicht. Wir haben Politiker und das ist gut so. Und zwar Politiker, die verschiedene Gruppen repräsentieren, die verschiedene Meinungen artikulieren und die gemeinsam nach wohlüberlegten Spielregeln versuchen müssen, zu einem Ausgleich zu kommen oder festzustellen, wir kriegen keinen Ausgleich, dann müssen wir eben mit den Unterschieden leben, was oft so sein wird. Das finde ich sehr bedenklich. Und eine weitere Sache finde ich bedenklich, dass die, so wie wir dachten von der Bürgerinitiative, wirklichen Entscheider, nämlich Frau Wünschmann als Fachfrau und der Investor, Herr Bender, von vielen unbemerkt in der Veranstaltung anwesend waren. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich zum Teil amüsiert, zum Teil betroffen, das Demokratiespektakel angesehen, weil sie wussten,
Ihre Entscheidungen werden jenseits von dem getroffen. Und das zu verhindern, halte ich für das allerwichtigste Ziel der Bürgerinitiative, dass man sagt, wir wollen an den Entscheidungen wirklich beteiligt werden und sie nicht irgendwelchen Finanzprozessen oder Zwängen überlassen oder Bauinteressen überlassen, sondern wir wollen mitentscheiden, was in unserer Stadt geschieht und wie das Zentrum unserer Stadt sein soll. Bedauerlich finde ich, dass die Kirche noch gar nicht verstanden hat, dass sie hier gefragt ist, dass es eine genuin auch kirchliche und christliche Frage ist. Es geht nämlich um den Stellenwert der Gemeinde, in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird in diesen Machenschaften oder politischen Machenschaften depotenziert und damit wird die Politikverdrossenheit genährt. Und den einzigen Weg daraus ist der, die Gemeinschaft wiederzubeleben und der Gemeinschaft den Sinn zu geben, den sie braucht. Und die Politiker, die einzelnen Politiker als Vertreter der unterschiedlichen Interessen und Interessen und Wünsche der Gemeindemitglieder wieder freizusetzen von einem Zwang zu glauben, sie seien wie eine Kaste oder eine Klasse und würden ihre eigenen Dinge nur betreiben. Es gab heute in der Süddeutschen eine sehr interessante Meldung über die Umgestaltung der Innenstadt. Eine sehr interessante Sache, weil ein Großinvestor einen ganzen Komplex gekauft hat und eine noch aus der DDR stammende Bürgerinstitution, das Café Minsk, mitgekauft hat und abreißen möchte. Dagegen hat es jetzt großen Protest gegeben und im Gegensatz zu uns, wo das überhaupt nicht stattgefunden hat, hat die Stadtverordnetenversammlung in Potsdam diese Sache jetzt aufgenommen und wird dieses Problem zusammen mit denen, die die Einwände formuliert haben, inhaltlich im Einzelnen diskutieren. Da wird man nicht einfach das durchführen und sagen, der Investor hat es nun mal jetzt so gewollt und das wird so gemacht, sondern es wird in der Stadtverordnetenversammlung über den Wert von einer Erinnerung, einer sicher nicht besonders attraktiven, aber für die Menschen wichtigen Erinnerungsstätte diskutiert werden und man wird versuchen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. So etwas würde ich mir wünschen. Ich kann nur empfehlen, die Süddeutsche von heute zu lesen und diesen ausführlichen Bericht sich genauer anzusehen. Also das war ein eher etwas mich ernüchterndes und sogar erschreckendes Ergebnis, dass der fachliche Diskurs zum Beispiel über den Wert einer naturnahen Erziehung, wenn wir jetzt hier gerade da reden über das Marienheim, dass dieser fachliche Diskurs überhaupt nicht geführt wird. Dass der auch unbekannt ist anscheinend. Ich hatte den Eindruck, dass das die fraktionsversammelten Fraktionsvorsitzenden überhaupt nicht interessiert, dass die sich auch mit Konzepten wie autofreier Innenstadt überhaupt nicht beschäftigt haben oder den Wert von Baumbestand in einer geschlossenen Besiedlung und so weiter oder auch den Wert einer großen Freifläche, die wir hier haben. Na, hinter mir ist ja das ganze Gelände von dem Marienheim, das ja zugebaut werden soll durch einen Parkplatz. Da geht es nicht nur um die Fläche hier, sondern es geht auch um den Zusammenhang dieser Fläche und es geht hier um pädagogische Konzepte. Und dazu gibt es nun mal sehr gute Literatur, dazu gibt es Fachleute, die muss man hören, die muss man einladen, dazu muss man das Problem kennen, man muss sich mit dem Problem auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung habe ich sehr vermisst. Also es war sogar im Gegenteil so, dass auch der Vertreter der Grünen sich offensichtlich einem Denken unterworfen hat, wo die Ansätze, die ich noch mit den Grünen verbinde und verbunden habe, überhaupt nicht mehr daran erkennbar sind. Wichtige Player in diesem ganzen Spiel haben gefehlt. Zum Beispiel hat sich die Leiterin des Kinderhortes Marienheim keine Diskussion gestellt, keine öffentlichen Diskussionen gestellt. Sie gilt als die ausgewiesene Fachfrau. Ein Pädagoge, der sich sehr mit naturnaher Kindererziehung beschäftigt, hat zu mir gesagt, diese Pädagogen sagen,
In der Natur kann man die Kinder nicht erziehen, denn es ist immer schlechtes Wetter. Es regnet oder es wird bald regnen, vielleicht. Und deswegen muss man die Kinder eher in geschlossenen Räumen halten, damit sie auch keine schmutzigen Schuhe haben und Dreck in die Institution reinbringen. Also ich will ihr das nicht nachsagen, aber ihr klares Urteil dazu, dass Naturnähe gleichwertig ist in der Turmstraße mit dem, was hier im Marienheim ist, halte ich für fachlich völlig unqualifiziert und würde sich im fachlichen Diskurs, den es zu dieser Thematik gibt, überhaupt nicht vertreten lassen oder bestätigen lassen. Das ist eine Sache, die gefehlt hat. Ein zweiter wichtiger Player ist ja die katholische Kirchengemeinde oder man könnte ja sagen beide Kirchengemeinden, die ja hier im Dom tätig sind und um deren Umfeld, um dessen Umfeld es ja hier auch geht. Dass auch die finanzielle Interessen daran haben, hier diesen Deal zu machen und das Parkhaus zu bauen, das sind ja die Vertreter des Dahlberg-Fonds, sich einer öffentlichen Auseinandersetzung nicht stellen. Das halte ich auch für skandalös. Anstelle dessen sagen sie, wir würden sie diffamieren, mit dem Schlagwort zum Beispiel Autos statt Kinder, ja, oder Kinder statt Autos, sie stellen sich den fachlichen Auseinandersetzungen nicht. Wichtige Fragen, die offen sind und die einfach diskutiert werden müssen und die wir in die Stadtversammlung einbringen werden, nämlich zum Beispiel, wie ist es mit möglichen Rückbaukosten und so weiter und so weiter. Dazu gibt es überhaupt keine Äußerungen. Dazu schweigt sich der Dahlberg-Fonds, der ein wichtiger Player ist in der Organisation hier unserer städtischen Angelegenheiten, völlig aus. Eine sehr bedauerliche Sache und ich würde von Kirchenvertretern erwarten, dass sie sich zeigen, da wo es ums das Leben der Menschen geht. Es blieb so ein bisschen offen. Bei dem Schluss hatte ich den Eindruck, es wurde signalisiert, im Oktober wird es eine Beschlussfassung geben. Was da in der Zwischenzeit noch passiert, das wissen wir nicht. Ich würde mir wünschen, dass das doch zum großen Teil beschämende Auftreten der Fraktionsvorsitzenden etwas bewirkt, dass die vielleicht langsam mal verstehen, dass sie auch unterschiedliche Interessen zu vertreten haben, dass sie sich vielleicht auch auf ihre Parteiprogramme besinnen und daraus in einen politischen Diskurs nochmal eintreten, der meines Erachtens nicht stattgefunden hat. Zumindest habe ich das aus dem, was die Fraktionsvorsitzenden dort geäußert haben, überhaupt nicht entnehmen können. Dass es irgendein Ringen gab um eine andere Lösung, das habe ich nicht entnehmen können. Ich würde erstens mal empfehlen, die vielen fachlichen, aus unterschiedlichen Gründen, es gibt ja auch ökonomische Einwände, die man gegen dieses Konzept haben könnte, diese verschiedenen fachlichen Aspekte noch einmal genauestens zu untersuchen, dazu Leute einzuladen, die auch zum Beispiel etwas über die pädagogischen Konzepte in der Natur sagen können oder Leute, die etwas sagen können über die zu erwartende Klimaentwicklung und den Autoverkehr hier in der Stadt oder über Konzepte der autofreien Stadt oder über Konzepte der Multizentralität in einer Stadt, um die Stadt wieder zu beleben oder und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, die man eigentlich bedenken müsste, um aus dieser Verengung des Diskurses herauszukommen. Ich finde, der Diskurs ist sträflich verengt durch bestimmte Interessen, sicher auch durch die finanziellen Nöte, in der die Stadt ist und müsste dringend geöffnet werden. Und so brennt es nicht, dass man nicht Leute holen kann, die möglicherweise auch begründete andere Vorstellungen haben und die auch sehr gut nachvollziehbar artikulieren können.